Servus und grüß euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Heute geht es mal um ein etwas außergewöhnliches Fahrzeug hier in Transportfieber, um den preußischen Akkumulator-Triebwagen AT1, den es in zwei Varianten gibt, die ihr hier aufgebaut seht. Das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt von Pufferzone, Mike C. und SkyJoe. Ihr findet den Mod, wenn ihr ihn installiert habt, im Zugdepot unter den Triebwagen und Diesel. Lässt sich halt leider nicht anders eintragen, auch wenn er halt ein akkubetriebener und somit eigentlich elektrischer Triebwagen ist. Hier sieht man mal kurz die technischen Daten. Er hat eine Kapazität von 15 Passagieren, eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern, ein Gewicht von stattlichen 34 Tonnen, wobei der größte Teil der 34 Tonnen ja durch die Akkus ausgemacht wird, und es sind halt keine allzu großen Leistungen zu erwarten von diesem Gefährt, aber für den kleinen Einsatz hier und so auf Nebenbahnen ist es eine recht schöne Alternative und ich finde eine sehr witzige Idee, dass dieses Fahrzeug auch den Weg nach Transportfieber gefunden hat. Es gibt ihn halt, wie man hier sieht, in zwei Varianten, einmal von der DRG und einmal von der KPEV. Wie man also hier sieht, im hinteren Teil der DRG-Wagen und in dieser etwas brauneren Lackierung der KPEV-Wagen. Wie man hier sieht, sind nur Abteils der dritten Klasse bei dem Wagen verfügbar. Er hat vorne schön also ein dreiteiliges Zugspitzenlicht. Man sieht hier ganz klein aufgebaut den Fahrer in seiner Kabine stehen. Kann jetzt auch ganz klein erkennen, dass halt hier auch bei den Details auch der Fahrhebel und alles zu erkennen ist hier drinnen. Das heißt, auch hier bei der Cockpit und bei den Armaturen sauber gearbeitet worden ist und das auch ausgearbeitet worden ist. Die Puffer und die Kupplung hier runterhängen. Die Aufstiegsbretter. Hinten dann die Rücklichter. Und er kann halt sozusagen in beiden Richtungen bewegt werden, weil es auf der Rückseite auch eine Fahrerkabine gibt. Ist eine sehr nette Idee. Ist einmal was Außergewöhnliches, nicht so die Standard-Mods, die man immer in Transportfieber erwartet. Das ist auch so, dass auch so außergewöhnliche Fahrzeuge den Weg einmal finden, eine nette Idee. Ich würde sagen, der eine oder die beiden sind immer auf Linien eingestellt. Dann würde ich den hier mal losfahren lassen. Wir fahren ein Stück mit und schauen und hören uns dieses kleine witzige Gefährt einmal näher an. Wie man sieht oder wie man hört, ist auch ein eigener Soundset mit dazu entwickelt worden. Man sieht ja an der Einblendung auch, wie gesagt, dass es keine riesen Beschleunigungswerte natürlich gibt von diesem Gefährt. Ich habe es einmal probiert, wenn man an das Ding mal so ein, zwei Waggons anhängt, dann wird die Geschwindigkeit auch deutlich reduzierter, weil durch die niedrige Akkuleistung oder die niedrigen Zugkräfte und Leistungen bei dem Ding natürlich auch keine großen Sprünge zu erwarten sind. Das heißt, wenn man mal so ein, zwei kleinere Waggons anhängt, dann ist die Geschwindigkeit auf der Strecke so bei maximal, bei mir waren es halt beim Test so bei 30 Stundenkilometern. Aber man kann halt dann dadurch auch mal ein, zwei Personenwaggons anhängen, kleinere, so ganz Stallwagen, und kann halt damit auch ein bisschen mehr Passagiere transportieren. Aber es schaut schon wirklich witzig aus. Ich habe euch den Mod, oder ich werde euch den Link zum Mod auch in der Videobeschreibung natürlich wieder einfügen. Man kann sich dort auch einmal dann auf den Link von Wikipedia
schauen und kann sich einmal dann die ganzen technischen Daten noch genau anschauen und die Entstehungsgeschichte dieses Waggons und den, oder den, dieses Typs und den Verbleib dieses Typs. Es sind also sogar dann einige Waggons oder einige dieser Typen auf normalen Oberleitungsbetrieb einmal spät umgebaut worden. Und wenn ich das jetzt noch so richtig im Kopf habe, wie ich es mir durchgelesen habe, sind die so im Jahr 1943 komplett ausgemustert worden. Damit war es dann Ende von diesem Akkuwagen des Typs AT1. Und jetzt sagen wir, schauen wir uns nochmal die Fahrt bis nach Spangenberg an. Jetzt wird deutlich, dass es einiges langsamer ist wie so ein Schienenbus, der jetzt natürlich aufholt auf der Strecke. Aber es ist auch schön austexturiert, schön ausgearbeitet, ist mit Innenraum. So, das war's von der Mod-Vorstellung hier. Haben auch kleine Fahrsequenzen mit drinnen, dass man das Ding einmal im Betrieb sieht und vor allem hört, dass man hört, dass da ein schöner eigener Soundset wieder mit dazu entwickelt ist. Viel Spaß bei dem Mod und danke an die Modder, die diesen interessanten kleinen Mod möglich gemacht haben. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Maverick.